was jeder Christ über den Islam wissen muss. Und die, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich das wirklich ernst meine. Und schauen, es ist keine gute Zeit, um unwissend über den Islam zu sein, lehrt. Und so muss nicht jeder Christ viel über den Islam wissen. Aber einige Grundlagen, würde ich sagen, sollten Allgemeinwissen sein. Christen, weil ich festgestellt habe, dass manche Christen sind ziemlich resistent gegenüber der Idee, etwas über den Islam zu lernen. Ich würde ein Video betiteln. Drei Koranverse, die jeder Christ kennen sollte. Und es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, warum Christen diese paar Dinge wissen sollten, oder? Der Islam kommt nach dem Christentum und hat viele Antworten auf das Christentum. Und so ist es irgendwie im System verankert, das Christentum anzugreifen. Also lernt ein Muslim, der über den Islam aufwächst, es. Gewisse Kritikpunkte am Christentum, es scheint mir ziemlich hilfreich zu sein. Wir Christen wissen, was Muslime darüber denken. Sie werden wohl irgendeine Art von Interaktion mit Muslimen haben. Das erscheint mir offensichtlich. Dass man es irgendwie wissen möchte. Welche Probleme könnten in einer Diskussion auftreten oder was glauben Muslime über dich oder so etwas in der Art? Und die meisten Christen stimmen zu, wenn ich so etwas poste. Aber es gibt eine Minderheit von Christen, die sagen werden, nein, ich muss nichts über diese Religion wissen. Ich habe etwas Besseres, ich muss nichts über diese Religion wissen. Und was ich höre ist, dass wir hier eine Atmosphäre der Unkenntnis über den Islam schaffen sollen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, denn um es klar zu sagen, du hast vielleicht einen muslimischen Freund, der netteste, freundlichste und ehrlichste Mensch der Welt ist. Viele der Menschen, die den Islam predigen, die Dawa-Leute, sie gedeihen in einer Atmosphäre der Unwissenheit. Sie gehen in ein Gebiet und finden alles heraus, was du willst. Das ist in ihrer Gegend geschätzt und sie werden es ihnen sagen, dass der Islam die Quelle dafür ist oder Mohammed der Verfechter davon war. Ja, also wenn sie in ein Gebiet kommen und Leute glauben an die Bedeutung der Frauenrechte. Die Botschaft des Islam wird zu Mohammed, war ein Verfechter der Frauenrechte. Er ist so ziemlich der größte Feminist, der je gelebt hat. Ihr lacht, das freut mich, weil es Zeiten gibt, in denen Menschen nicht lachen, weil sie es nicht besser wussten, richtig? Es ist also gut, dass es langsam zum Allgemeinwissen gehört, dass solche Behauptungen nicht wahr sind. Aber das sind Behauptungen, mit denen ich mich oft auseinandersetzen musste. Vor 12 bis 15 Jahren, oder? Wenn der muslimische Prediger in ein Gebiet wie den Westen im Allgemeinen geht, wo Wissenschaft wird geschätzt. Es ist der Koran ist ein wissenschaftliches Meisterwerk. Er ist voller wissenschaftlicher Einsichten. Sie konnten zur Zeit Mohammeds nicht überprüft werden und werden erst heute verifiziert. Und es verblüfft die Wissenschaftler, wie der Koran so genau sein konnte. Und wenn du nicht weißt, was der Koran tatsächlich sagt und wie absurd das ist, rate mal, warum Menschen sich daraufhin bekehren. Menschen konvertieren, weil sie das hören. Und niemand in ihrer Umgebung ist in der Lage, sie zu korrigieren. Die Verbreitung des Islam in der afroamerikanischen Gemeinschaft. In den 1960er Jahren, als Menschen wie Malcolm X und Muhammad Ali zum Islam konvertierten. Und zuerst war es die Nation des Islam, die mehr einem Kult ähnelt, aber dann zum gewöhnlichen Islam. Die Botschaft, die gepredigt wurde, war, dass das Christentum die Religion der Weißen ist. Deshalb versklaven sie Schwarze. Der Islam befreit Menschen. Wenn du die Geschichte kennst, die schwarze afrikanische Sklaven kauften, besaßen, verkauften und handelten Mohammed Tades und seine Anhänger, die den afrikanischen Sklavenhandel institutionalisierte. Weißt du, wie absolut lächerlich das tatsächlich ist, wenn man es verbindet und zusammenfügt? In Europa haben Christen schließlich einfach hat gerade die Sklaverei in Europa beendet. Schnell vorwärts, mehrere Jahrhunderte, es gibt keine Sklaven mehr. Christen haben einfach weiterhin ihre Sklaven befreit. Wenn jemand Sklaven hatte, kaufte man den Sklaven und befreite ihn. Das taten sie immer wieder, bis es keine Sklaven mehr gab. Es keine Sklavenmärkte mehr in Europa gab. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn du etwas anderes an einem anderen Ort beginnst, wie wenn du in der neuen Welt beginnst, und du willst eine günstige Arbeitskraftquelle,
Wohin gehst du? Du kannst nicht mehr nach Europa gehen. Du kannst sie nicht mehr aus Europa bekommen. Also musst du woanders hingehen. Wo florierte der Sklavenhandel? In Afrika. Warum? Nicht das Christentum. Und wenn niemand weiß, wie man darauf reagieren soll, denn bedenken Sie, in den 1960er Jahren war niemand in der Lage, darauf zu antworten. Niemand wusste, dass Mohammed schwarze afrikanische Sklaven kaufte, besaß, verkaufte und handelte. Niemand wusste das. Also konnte niemand es korrigieren. Das erlaubt eine Religion, sich zu verbreiten. In einer Atmosphäre der Unwissenheit, und deshalb kann man ihnen wirklich keinen Vorwurf machen, sie hatten damals nicht die Quellen. Jeder, der auf Amazon gehen, die Quellen kaufen möchte, kann sie kaufen. Jeder, der einfach nur will, geh ins Internet, du kannst die Quellen finden. Was ist jetzt die Ausrede? Und so von bestimmten Christen zu finden, dass, weiß nicht, Unwissenheit ist irgendwie eine Tugend. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ich bin anderer Meinung. Und wenn Sie hier sind, gehe ich davon aus, dass Sie anderer Meinung sind. Damit auch. Also würde ich sagen, dass ja, wir eine Zeit in der Geschichte erreicht haben, in der Christen verstehen müssen, was wir haben hiermit zu tun. Und das nimmt weg, was in der Welt gerade jetzt ist der stärkste Vorteil des Islam. Und das ist, dass es immer noch viele Menschen gibt, die es nicht wissen. Sie beschäftigen sich damit hier. Wenn sich das ändert, haben Sie Ihre derzeit mächtigste Waffe verloren. Jetzt werde ich sagen, wenn Sie in einer Position sind, wo du tatsächlich, kennen Sie einige Muslime? Vielleicht arbeiten Sie mit einem Muslim zusammen, oder Sie haben einen muslimischen Freund, oder Sie sind in der Schule, oder Sie wissen es. Es ist tatsächlich besser, so zu beginnen, Diskussionen zu führen mit einem Muslime, mit dem du dich gut verstehst und Diskussionen führen kannst, weil wenn du nur online mit Muslimen interagierst, wirst du ziemlich schnell feindselig werden. Ziemlich schnell feindselig werden, wenn du mit Bombardierungen, Beleidigungen jedes Mal, wenn man ihnen widerspricht oder sagt, dass man nicht einverstanden ist mit dem, was sie nochmal gesagt haben, dann fängt man an, bedroht zu werden und so weiter. Sie werden wirklich, wirklich negativ. Und dann, wenn sie tatsächlich einen Muslim treffen, denken sie, oh, er ist wie diese Internet-Trolle. Und das könnte ja nicht sein. Also, ich bin sicher, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass das Nabil ist. So bin ich zum Islam gekommen. Von Nabil hatte ich einen muslimischen Freund. Sorry, wir waren mit richtigem Partner. Das war kurz, nachdem ich zum Christentum konvertiert bin und wir hätten Diskussionen über das Christentum und den Islam während des Gewichthebens. Es lief nicht gut, Testosteron überall, viele Beleidigungen und so weiter. Aber ich habe aus diesen Austauschen gelernt und dann später natürlich, treffen Sie Nabil, er erzählt mir, wie erstaunlich und wunderbar der Islam ist, dass der Islam durch Geschichte, Logik, Mathematik und Wissenschaft bewiesen wird und so weiter. Und wir hatten natürlich eine Reihe von Diskussionen, aber damals waren meine Interaktionen mit Muslimen, mit muslimischen Freunden, weil ich abhängen mit Nabil, seiner Familie, seinen Freunden, seinen Cousins und so weiter und begann so über den Islam zu lernen, sozusagen im Vorbeigehen, weil Nabil eine Behauptung aufstellen würde und ich sagen würde, alles klar, das will ich lesen, wo steht das? Und wir werden zurückgehen und studieren und ich komme zurück und sage, ja, warum hast du diesen Teil ausgelassen? Wir machen einfach weiter. Und so ging es jahrelang weiter. Und schließlich wurde Nabil Christ, das ist seine Taufe und ich im Hintergrund denke, cool, ich bin fertig mit dem Islam. Es hat nicht funktioniert, größtenteils, weil, nachdem ich gesehen hatte, wie Nabil für den Islam stand, wurde mir klar, dass Muslime wirklich coole Christen sind. Nauzi und einige der beunruhigendsten Aspekte des Islam, die Hindernisse darstellen, damit Muslime das Evangelium verstehen oder akzeptieren können. Andererseits können sie Muslimen helfen, wirklich coole Christen zu sein. Muslime werden von Geburt an unterrichtet. Die schlimmste Sünde, die du begehen kannst, ist Schirk. Die Sünde, Allah einem Partner zuzuschreiben. Na, rate mal, das beinhaltet Jesus als Herrn zu bezeichnen. Im Islam ist die schlimmste mögliche Sünde, das Ticket in die Hölle zu sagen, dass Jesus der Herr ist. Im Islam ist die Strafe für Apostasie, also das Verlassen des Islam, der Tod. Idealerweise sollte es aus einer islamischen Perspektive ein islamischer Staat sein. Daher wird es hier im Westen nicht viel durchgesetzt. Aber wenn sich der Islam ausbreitet, muss ein Muslim immer daran denken, dass wenn ich den Islam verlasse, vielleicht jemand kommt und es umsetzt. Die Strafe gemäß Mohammed. Und zumindest verstehen die Muslime, dass wenn sie den Islam verlassen, Atheisten werden oder Christen, was auch immer,
Ihr gesamtes soziales Gefüge steht kurz vor dem Zusammenbruch. Was man normalerweise von Ex-Muslimen hört, nachdem sie ihrer Familie mitgeteilt haben, dass sie den Islam verlassen haben, ist, entweder sagt die Familie, geh raus. Manchmal gibt es eine Zeit, in der sie versuchen zu kommen, weißt du. Konvertiere sie zurück. Das könnte sein. In ein paar Tagen, das könnte ein Jahr sein oder so. Wo sie versuchen, die Person zu überzeugen, zum Islam zurückzukehren. Aber letztendlich entweder bleib weg von uns oder komm nicht zurück, solange du kein Muslim mehr bist. Oder es ist einfach eine sehr hohe Spannung. Umwelt von da an. Und so verstehst du als Muslim, dass das dir passieren wird, wenn du den Islam verlassen. Also denk daran, Christen, wir predigen die frohe Botschaft. Wir haben die gute Nachricht und wenn wir die gute Nachricht predigen, hört ein Muslim, oh, ich soll glauben, dass Jesus der Herr ist, was ein direkter Weg in die Hölle ist. Ich muss meine ganze Familie aufgeben und vielleicht werde ich enthauptet. Denn das klingt nach den schlimmsten Nachrichten, die ich je in meinem Leben gehört habe. Aber wie ich schon sagte, gibt es auch eine Kehrseite. Die Kehrseite ist, wenn ein Muslim wie Nabeel sagt, weißt du was, mir wurde mein ganzes Leben lang gesagt, dass mich das in die Hölle schicken wird. Und ich meine Familie aufgeben muss. Und vielleicht wird mir der Kopf abgehackt. Aber es ist mir egal, denn ich will Jesus kennenlernen. Das ist jemand, der sein Leben für Jesus geben würde. Und deshalb sind sie sehr beeindruckende Christen und so. Wenn Christen die Grundlagen des Islams gelernt hätten und dann schließlich weiterziehen, damit man auf muslimische Argumente antworten kann und in der Lage ist, christliche Behauptungen mit Apologetik zu verteidigen. Ich denke, wir haben uns verändert. Ich denke, wir haben die Welt damit verändert. Alles klar, wir werden jetzt eine Art Schnellkurs durchgehen. Wenn Sie meine Videos schon lange verfolgen, wissen Sie bereits vieles davon, was cool ist, was bedeutet, dass Sie die Informationen im Laufe der Zeit aufgenommen haben. Aber ich nehme an, dass es hier Leute gibt, die wissen nichts oder so gut wie nichts. Also fangen wir von Grund auf an. Crashkurs über die Grundlagen des Islam. Wenn ich eine Liste der Grundlagen erstellen würde, die unter Christen allgemein bekannt sein sollten, das wäre sie. Das erleben wir gerade. Alles klar. Also, das werden wir durchgehen. Ein paar Definitionen, damit keine Verwirrung entsteht. Und es wird sehr aussehen. Kurz, also wird dies im Schnelldurchlauf sein. Was der Islam über Gott lehrt, was der Islam über Jesus lehrt, was der Islam über Christen lehrt, was der Islam über den Koran lehrt, was der Islam über Mohammed lehrt. Einige häufige muslimische Einwände gegen das Christentum und einige gängige muslimische Argumente für den Islam. All diese Themen können viel ausführlicher behandelt werden. Und wir werden auch auf dieser Konferenz tiefer in einige dieser Themen eintauchen. Das ist sozusagen der Kern darüber, was Christen wissen müssen. Also was Definitionen angeht, Islam, das arabische Wort bedeutet in seinem religiösen Kontext Unterwerfung. Es bezieht sich auf die Unterwerfung gegenüber Allah. Und der Koran erklärt ein wenig, wie man sich Allah unterwirft. Du unterwirfst dich Allah, indem du dem folgst, was Allah im Koran sagt und indem du Muhammad gehorchst. Du musst Muhammad gehorchen. Das ist eine Voraussetzung. Du musst auch Muhammads Befehlen gehorchen. Das bedeutet, dass der Islam Unterwerfung bedeutet. Das ist die Religion. Ein Muslim, das ist ein verwandtes Wort, aber es bedeutet einer, der sich unterwirft. Also ist dies eine Person. Und wenn Sie von einer Frau sprechen, dann ist es eine Muslima. Aber ein Muslim ist eine Person, die sich unterwirft. Also eine Person, die sich Allah unterwirft. Indem sie Allah und Mohammed folgen. Allah ist im Grunde das arabische Wort für Gott. Es ist anscheinend eine Verkürzung von all, was Allah ist. Der Artikel Faust und Allah, also setzt man sie zusammen, Al-Illah, Allah. Und so wird es einfach ein gebräuchliches Wort für einen monotheistischen Gott. Es gibt arabische Christen, die sich auf Gott als Allah. Dann gibt es Muhammad. Er ist der Prophet des Islam. Also Allah ist der Gott, die Gottheit, und Muhammad ist der Gesandte oder der Prophet. Wer die Offenbarung erhält und sie übermittelt, und was den Zeitrahmen betrifft,
Mohammed wurde um 570 nach Christus geboren. In den ersten 40 Jahren lebt er als Karawanenhändler, heiratet und ähnliches. Um das Jahr 6 und 10 beginnt er Offenbarungen zu erhalten. Was er für Offenbarungen hielt? Und so erhält er in den nächsten 22, 23 Jahren Offenbarungen. Er übermittelt sie seinen Anhängern. Er stirbt um 632. Anno Domini, Christi Geburt. Der Koran, das ist ein arabisches Wort, es bedeutet Rezitation. Der Koran sollte etwas sein, das rezitiert wird. Aber der Koran, es ist nicht wirklich wie die Bibel. Es ist das angeblich die direkte Rede Allahs. Das ist ein Koran. Tatsächlich ist dies ein Koran, auf Englisch und Arabisch, mit Kommentaren. Beachte, dass er nicht besonders groß ist. Der Koran ist etwa zwei Drittel so groß wie das Neue Testament. Kürzer als das Neue Testament. Das soll also die direkte Rede Allahs sein. Angeblich hat Mohammed keinen Einfluss darauf. Das ist eigentlich nur ein Postbote, richtig? Er empfängt die Nachricht, er gibt die Nachricht weiter. Er ist nicht eigene Ideen in die Botschaft einfließen lassen, was der Islam lehrt. Aber der Koran sagt auch, dass Muslime allen Entscheidungen Mohammeds gehorchen müssen. Und dass Mohammed das Verhaltensmuster für Muslime ist. Muslime müssen außerhalb des Korans suchen, um Entscheidungen von Mohammed zu finden. Um zu sehen, was Mohammed in verschiedenen Situationen tat. Und deshalb gehen die Leute zu den sogenannten Hadithen. Und so sind die Hadithe sehr häufig diese massiven, mehrbändigen Sammlungen von Geschichten über Mohammed. Sie sind normalerweise thematisch angeordnet. Es gibt also einen Abschnitt in einem der Bücher, der über die Ehe handelt. Und es wird alles enthalten, was Mohammed über die Ehe gesagt hat. Das sind also die Grundlagen, die für das Verständnis von Diskussionen über den Islam benötigt werden. Was der Islam über Gott lehrt. Sie brauchen nicht all diese Quellen. Wenn Sie etwas sehen, das Sie besonders interessiert, können Sie diese Quellen notieren. Aber das meiste ist nur zur Information, wo wir Gemeinsamkeiten und Differenzen haben. Wenn ich eine Referenz erwähne, die ich für besonders wichtig halte, sage ich Ihnen einfach, hey, das wäre eine gute zu wissen. Also, gemäß dem Islam ist Allah allmächtig. Allah ist allwissend und weise. Allah ist gerecht und barmherzig. Und Allah ist der Schöpfer des Universums. Das würde sich sehr nach dem Gott der Bibel anhören. Und das ist kein Zufall. Mohammed wusste, was Juden und Christen zu seiner Zeit glaubten. Und schon früh glaubte er, dass er im Einklang mit dem Propheten der Bibel steht. Zuerst war seine Ansicht, dass Juden, Christen und Muslime gemeinsam gegen den Polytheismus stehen sollten. 12 Jahre in Mekka und während dieser Zeit predigte er, dass es dort während dieser Zeit keine jüdischen Stämme gab. Die Juden kennen die Tora und ich erwähnte in der Tora, dass Mohammed glaubte, er sei klar in der Tora beschrieben, komplette Beschreibung von. Er als ein arabischer Prophet, der in Arabien auftauchen würde. Ich glaube, dass er in der Tora erwähnt wird. Jahrelang sagte er seinen Anhängern, wenn wir in ein Gebiet mit vielen Juden kommen, werden die Juden euch sagen, dass sie wissen, wer ich bin. Also predigte er das jahrelang in Mekka, dass die Juden ihn als Propheten bestätigen würden. Er zog schließlich nach Medina, wo es 3 jüdische Stämme gab. Und sie hätten ihn fast aus der Stadt gelacht, als er behauptete, ein Prophet zu sein. Das war sehr, sehr... Ich kann dir nicht genug betonen, wie problematisch das war. Er hatte jahrelang gesagt, dass diese Typen die Autorität sind. Sie sind die Autoritäten in Angelegenheiten der Tora. Sie kennen ihre Schriften und deshalb, da ihre Schriften mich wiederholt erwähnen und eine Beschreibung von mir als arabischer Prophet geben, der aufstehen würde, wenn ich dort ankomme, werdet ihr sehen, wie cool ich bin. Schnell akzeptieren Sie mich als Propheten. Sie kamen dort an, die Juden lehnten ihn als Propheten ab. Aber Mohammed glaubte immer noch. Und war überzeugt, dass die Tora all diese klaren Prophezeiungen über ihn enthält. Was bedeutet das? Die Tora ist voller klarer Prophezeiungen über einen arabischen Propheten namens Mohammed. Und was hier geschehen wird. Sie lehnen ihn ab. Was bedeutet das? Also, wenn es so klar ist, und wenn Sie ihn ablehnen, wenn Sie es sehen, bedeutet das einfach, dass Sie böse Lügner sind. Also siehst du, Mohammeds, seine Haltung gegenüber Juden, die er zunächst als Verbündete ansah, ändert sich einfach. Bis es soweit ist, dass die Juden wirklich schlecht sind
Sie müssen unterworfen und zum Schweigen gebracht werden. Und schließlich findet man im Hadith, dass Mohammed sagt, dass das Ende nicht kommen wird. Das Urteil wird nicht kommen. Bis du die Juden so sehr bekämpfst, dass sie sich hinter Felsen und Bäumen verstecken und die Felsen und Bäume rufen, hier ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Das ist das Ziel. Vor dem Urteil sollen die Juden ausgerottet werden. Warum? Sie haben ihn abgelehnt. Und es war eine ziemlich große Peinlichkeit. Also wurde es zu dieser Zeit nun, es ist Muslime und Christen, die gegen Juden und Polytheisten vereint sein werden. Und dann traf er natürlich auf einige Christen, die ihn ebenfalls ablehnten. Und dann wurde es Muslime gegen alle anderen. Aber Mohammed hat viele Konzepte über Gott aus dem Judentum und Christentum übernommen. Daher sieht man viele Ähnlichkeiten. Einige Unterschiede bestehen darin, was Christen glauben. Nach dem Islam ist Allah keine Dreifaltigkeit. Übrigens, dies wären einige gute Referenzen, mit denen du dich vertraut machen solltest. Allah ist keine Dreifaltigkeit. Lass uns 516 bis 117 lesen. Diese Passage ist eigentlich humorvoll. Es ist das einzige Mal, dass Allah tatsächlich versucht zu erklären, was die Dreifaltigkeit ist. Und es ist Allah, Jesus und Maria, getrennte Wesen, arbeiteten irgendwie zusammen. Schon mal von jemandem gehört, der das als Lehre der Dreifaltigkeit glaubt? Groß niemand hat, aber das ist, was Allah denkt. Und man kann tatsächlich Argumente daraus machen. Also kann man mit seinen muslimischen Freunden zu dieser Passage gehen. Christen lesen das und denken, okay, das ist nicht die Lehre der Dreifaltigkeit. Also, entweder ein, weiß nicht, was die Lehre der Dreifaltigkeit ist, in diesem Fall ist er unwissend, oder er weiß es und lügt darüber, in diesem Fall ist er täuschend. Welches von beiden ist es? Allah ist niemandes Vater. Das ist für Juden und Christen relevant, weil Gott im Alten Testament als Vater Israels bezeichnet wird. Wir denken an Gott als himmlischen Vater. Im Islam ist Allah in keiner Weise ein Vater. Verboten. Tatsächlich, Suri 19, der Bezug dort, Suri 19, 88 bis 93. Ziemlich interessante Passage, in der Allah ausrastet und sagt, dass das Universum auseinandergerissen wird, weil sie sagen, Allah hat einen Sohn. Das ist die gleiche Passage, die sagt, dass niemand jemals zu Allah kommen wird, außer als Sklave. Die höchste Beziehung, die du zu Allah haben kannst, ist eine Sklave-Meister-Beziehung. Du hast keine andere Beziehung. Und natürlich Sure 3, Vers 32. Allah liebt Ungläubige nicht. Wenn du Mohammed ablehnst, wenn du dich weigerst, an Mohammed zu glauben, sagt Allah ausdrücklich, dass er keine Liebe für dich hat. Viele Passagen im Koran sprechen darüber. Die Leute, die Allah nicht liebt. Er liebt nicht die Stolzen. Er liebt nicht die Prahler. Er liebt nicht die Unruhestifter. Er liebt nicht alle möglichen Leute. Aber sehr anders, als du weißt, stellen. Aber wie Jesus sagt, wenn er sagt, liebe deine Feinde, und er sagt es speziell, damit du wie dein Vater im Himmel sein kannst. Und diese Dinge sind irgendwie verbunden. Und sie sind mit dem Bereich der Ethik verbunden. Mit Gott wird als eine Beziehung zwischen einem Kind und einem Vater im Himmel beschrieben. Wir wissen aus menschlichen Beziehungen, dass ein Elternteil automatisch, es sei denn, es stimmt etwas nicht mit der Person, sein Kind automatisch liebt. Dass das Kind diese Liebe nicht verdienen muss. Es beginnt damit, dass die Eltern das Kind lieben. Jemand liebt nicht automatisch einen Sklaven. Jemand könnte schließlich einen Sklaven lieben, wenn der Sklave wirklich gut ist. Und man könnte sagen, ich liebe diesen Sklaven. Man liebt einen Sklaven nicht einfach automatisch. Und so was du am Ende hast, ist, Muslime versuchen zu zeigen, dass sie die besten Diener sind, damit man sich Allah nähern kann. Ein wirklich guter Sklave. In diesem Fall wird er dich mögen und lieben. Oder du kannst ein rebellischer Sklave sein, aber unter keinen Umständen bist du etwas anderes. Mehr als ein Sklave Allahs. Und dies ist natürlich mit all unseren nicht liebenden Ungläubigen verbunden, wenn du als Sklave Allahs geboren und du tust nicht, was dir gesagt wird. Warum sollte er dich lieben, du schlechter Sklave? Das, danke, was der Islam über Jesus lehrt, also interessante Dinge hier. Laut dem Islam wurde Jesus von einer Jungfrau geboren. Einige dieser gemeinsamen Grundlagen sind interessant, oder? Wie viele Menschen stimmen mit den Christen überein,
dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Muslimen tun es. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Jesus verbrachte viele Wunder. Tatsächlich hat Jesus im Islam das wundersamste Leben aller Zeiten geführt. Er heilt Aussätzige, er erweckt die Toten, er gibt Lehmvögeln Leben. Jesus ist der Messias. Islam, sie verstehen nicht, was es bedeutet. Du kannst 100 Muslime fragen, was der Messias bedeutet, sie haben keine Ahnung. Aber er ist, laut dem Koran, der Messias. Jesus ist Allahs Wort. Es wird als das Wort Allahs beschrieben. Und das war interessant, weil es ist eine Situation, in der Mohammed anscheinend hörte, wie Christen Jesus das Wort nannten und nicht verstand. Das hat etwas mit seiner göttlichen Natur zu tun. Aber Mohammed wusste es nicht. Also, du dachtest nur, dass dies ein Titel für Jesus sei. Andere Propheten werden nicht das Wort Allahs genannt, nur Jesus. Und Muslime, ihr könnt euren Muslimen tatsächlich helfen, darüber nachzudenken. Weil Allahs Rede von Allah selbst ausgeht. Er spricht sie aus. Im Gegensatz zu anderen Dingen, bei denen Allah, wenn er etwas erschaffen will, nur sei sagt und es entsteht. Aber Jesus wird von Allah angesprochen. Und natürlich sagt derselbe Vers, dass Jesus ein Geist von Allah ist. Denk daran, nur weil du diese Dinge in Surah 4, Vers 169 siehst, bedeutet das, dass der Islam mit dem Christentum in vielen anderen Dingen übereinstimmt. Derselbe Vers ist voller Verurteilungen christlicher Überzeugungen. Aber es ist einfach interessant, weil ihr habt all diese Lehren über Jesus, einschließlich, dass er sündenlos ist. Jesus ist der Einzige, der im Koran sündenlos ist. Im Hadith sagte Mohammed, dass Satan jedes Kind berührt, das in die Welt geboren wird. Außer Jesus konnte Jesus nicht berühren. Also Jesus ist in all diesen Weisen einzigartig und eine interessante Diskussionsbereich, weil Muslime diese ansprechen werden. Sie werden sagen, wir lieben Jesus. Schauen Sie sich all diese Dinge an, die der Islam über Jesus lehrt. Es ist eine ziemlich einfache Folgefrage. Warum ist Jesus selbst im Islam so anders? Jesus, geboren von einer Jungfrau, lebte das wundersamste Leben überhaupt. Er ist der Sündlose, nicht Mohammed. Mohammed wird gesagt, er solle seine Sünden bereuen. Jesus ist sündenlos. Es ist sinnvoll, dass Jesus im Christentum so radikal anders ist. Warum ist er im Islam so radikal anders? All diese Themen können zu sehr interessanten Gesprächen führen. Aber obwohl wir dort einige Gemeinsamkeiten haben, laut dem Islam starb Jesus nicht am Kreuz. Und übrigens, was ich habe, eine Qualifikation gibt es. Es gibt Muslime, die diesen Vers anders interpretieren. Es gibt Muslime, meistens Ismaili-Shias, die diesen Vers anders interpretieren. Aber die überwiegende Mehrheit der Muslime in der Welt heute und im Laufe der Geschichte haben geglaubt, er leugnet den Tod Jesu durch Kreuzigung. Und natürlich, da er nicht gestorben ist, der nächste Vers nimmt ihn lebendig auf. Er starb also nicht, wurde also nicht auferstanden und natürlich war er nicht göttlich. Ich finde diese Sachen faszinierend. Wenn man an die Bibel denkt, reden warnen uns vor falschen Propheten und falschen Lehrern, die kommen werden. Denn Sie können das Buch der Apostelgeschichte betrachten. Jesus verbrachte Jahre mit seinen Anhängern und lehrte sie. Du gehst zum Buch der Apostelgeschichte und siehst, was die Kernaussage war, als diese Jungs rausgingen und predigten. Diese Jungs gingen herum und predigten immer wieder. Sie predigten Jesus, starb am Kreuz für Sünden, er ist von den Toten auferstanden und er ist Herr. Das war also die Erkenntnis für sie. Das ist der Kern der guten Nachricht, der Verkündigung des Evangeliums. Das ist der Kern davon, Tod, Auferstehung und Göttlichkeit. Und uns wird gesagt, dass falsche Propheten kommen werden. Was werden falsche Propheten tun? Sie werden die Menschen von ihnen wegführen. Ein paar Jahrhunderte später kommt Muhammad und sagt, hey ihr Christen, ihr glaubt an Gott, ich auch. Du glaubst, dass Gott Propheten in die Welt gesandt hat, ich auch. Du glaubst, dass Gott Schriften offenbart hat, ich auch. Glaubst du, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, ich auch. Glaubst du, dass er das wundervollste Leben in der Geschichte geführt hat, ich auch. Glaubst du, dass er sündenfrei ist, ich auch. Du glaubst, dass er der Messias ist, das glaube ich auch. Glauben Sie, dass er das Wort Gottes ist? Ich auch. Eigentlich, es gibt nur drei kleine Dinge, bei denen wir anderer Meinung sind. Er starb nicht am Kreuz. Er ist nicht von den Toten auferstanden. Er ist nicht der Herr. Wenn wir das hinter uns bringen könnten, wären wir startklar. Die christliche Antwort darauf hätte sein sollen, mein Gott, wir haben auf dich gewartet.
Also ist das wie der ultimative falsche Prophet, der in allem mit dir übereinstimmt, außer im Kern des Evangeliums. Und dann natürlich muss er dagegen kämpfen. Das sind also die Grundlagen dessen, was der Islam über Jesus sagt. Und dann haben wir, was der Koran über Christen sagt. Also haben Christen die Schrift von Gott. Morgen früh werden wir hier viel mehr darüber sprechen. Christen, sind die Muslimen in der Freundschaft am nächsten? Das ist eine sehr schöne Aussage. War nicht die letzte Sache. Das ist in dieser mittleren Periode, wo es am Anfang früh so sein wird. Juden, Christen und Muslime vereinten sich gegen die Polytheisten. Dann Mohammed zieht nach Medina. Die Juden lehnen ihn ab. Dann sind es die Juden und die Polytheisten, die sich gegen ihn vereinen. Muslime und Christen. Und Christen sind unsere besten Freunde. Und natürlich haben die Christen ihn abgelehnt. Und das hat sich geändert. Aber es steht immer noch im Koran. Und natürlich sind Christen mitfühlend und barmherzig, weil Allah uns laut dem Koran so gemacht hat. Aber es bleibt nicht lange schön. Christen, die an die Gottheit Christi glauben, sind Ungläubige. Christen, die Ungläubige sind, sind die schlimmsten Kreaturen. Das ist unser 98, Vers 6. Muslime dürfen nicht mit Christen befreundet sein. Einige dieser Passagen schließen übrigens auch Juden ein. Schur 5, Vers 41. Nehmt die Juden und Christen nicht zu Freunden, sie sind Freunde füreinander. Und Christen sollen wegen ihres Unglaubens bekämpft und unterworfen werden. Die Leute des Buches, also Juden und Christen, als Menschen, die unterworfen werden müssen. Wir müssen Tributgeld zahlen für das Recht auf weiterhin unsere Religion. Aber es ist nicht so, dass man tatsächlich predigen darf. Man kann Christ oder Jude bleiben. Tributzahlungen leisten, um deinen niedrigeren Status anzuerkennen. Das klingt hart, denk daran. Wir haben es tatsächlich besser als Polytheisten oder so etwas. Polytheisten oder Atheisten oder etwas anderes, ihr Befehl war konvertieren oder sterben. Juden und Christen durften es, weil wir laut dem Koran Offenbarungen haben. Wir durften weiterhin Juden und Christen bleiben, vorausgesetzt wir erkannten unseren niedrigeren Status an und wir sind bereit, Tribut zu zahlen. Was der Islam über den Koran lehrt, also wieder der Koran, langsames Buch hier. Der Koran ist in literarischer Exzellenz unübertrefflich. Es ist ein immer wiederkehrender Anspruch im Koran, dass er so weit ist wie: Es gibt Muslime, die verschiedene Argumente für den Islam verwenden. Dies ist einer der häufigsten. Der Koran spricht immer wieder über seine unübertreffliche literarische Exzellenz. Beweis, dass es von Allah stammt. Der Koran ist frei von Fehlern und Widersprüchen. Und Allah schützt den Koran vor Verzerrung. So interpretieren Muslime Sure 15, Vers 9. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass das der Vers sagt, aber das ist die Interpretation. Was der Islam über Muhammad lehrt, Muhammad ist das Vorbild für Muslime. Sure 33, Vers 21 des Korans. Das ist ein Vers, der in bestimmten Situationen nützlich sein könnte. Also Muhammad wird als Verhaltensmuster aufgestellt. Der Koran sagt, dass Muhammad ein hervorragendes Vorbild für die Menschen ist. Es wird besonders problematisch, wenn man die Hadithe liest und einige der Dinge durchgeht, die Muhammad getan hat. Muhammad war das Siegel der Propheten. Ihr Verständnis dessen, was das bedeutete, änderte sich im Laufe der Zeit. Aber jetzt glauben Muslime, dass es bedeutet, dass Mohammed der letzte Prophet von allen war. Und im Islam, dass Allah Propheten in jede Region der Welt entsandte. Und die letzten Menschen, die die Offenbarung erhielten, und so, sobald die Araber ihren Propheten hatten, der ihre Sprache sprach, und natürlich sprachen frühere Propheten über Mohammed. Angeblich enthalten die Tora und das Evangelium Prophezeiungen über Mohammed. Mohammed, also Juden und Christen sollen Mohammed erkennen, wenn, nun damals, als sie ihn begegneten, aber jetzt auch, wenn wir unsere Schriften lesen, sollen wir über Mohammed herausfinden und uns daran erinnern, in deiner Bibel über Mohammed zu lesen. Und einige von euch denken vielleicht, ja, Jesus sagte, hütet euch vor falschen Propheten, so in etwa.
Aber ja, das ist nicht das, worüber Sie sprechen. Angeblich diese Beschreibungen. Die Bibel, nun allgemeine muslimische Einwände gegen das Christentum, immer finden Sie Christen. Die ISIS safe. Sie fangen nie mit dem Islam an, weil Sie denken, dass Muslime 84 verschiedene Einwände gegen das Christentum haben werden. Und Sie denken, dass Sie auf all diese verschiedenen Einwände gegen das Christentum aus der muslimischen Welt nicht vorbereitet sein werden. Der Islam wird haben, das ist albern, weil Muslime keine 84 Einwände haben. Sie haben immer wieder die gleichen 5 bis 7. Also die sind die häufigsten. Die sind die häufigsten, wenn Sie eine Diskussion mit Muslimen geführt haben. Sie haben diese immer und immer wieder gehört. Sie haben darüber nicht viel gehört, weil diese Dinge immer wieder und wieder auftauchen. Darüber werden wir morgen früh sprechen. Ich glaube, es ist die Sitzung um 9 Uhr. Das sind also die muslimischen Einwände gegen das Christentum, die man zu 98% bis 99% der Zeit hört, irgendeine Version davon. Die Bibel wurde verfälscht, man kann der Bibel nicht vertrauen. Die Dreifaltigkeit ergibt keinen Sinn, es ist verwirrend. Wie könnte es wahr sein? Wo hat Jesus gesagt, ich bin Gott, betet mich an? Das kannst du eingeben. In YouTube gibt es ein Video, das genauso heißt, nur... Weil es vor Jahren eine interessante Situation war, jemand ging herum und trainierte jeden Muslim, den Christen zu fragen. Wo hat Jesus gesagt, ich bin Gott, verehrt mich? In diesen Worten, keine anderen Worte. Also habe ich darauf geantwortet. Aber Muslime wurden darauf trainiert, das zu fragen. Wie kann Gott sterben, ihr Christen, ihr glaubt, dass Jesus Gott ist? Aber sie glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Sie glauben, dass Gott am Kreuz gestorben ist? Wie? Wie kann das überhaupt Sinn ergeben? Du musst wohl die Lehre der Dreifaltigkeit und der Menschwerdung verstehen, um das erklären zu können. Wie kann Gott eine Person für die Sünden einer anderen Person bestrafen? Und wenn Sie übrigens Antworten auf diese Fragen und Debatten zu diesen Themen gesehen haben, wissen Sie, wie einfach es ist, zu antworten. Einige dieser Behauptungen, wenn du lernst, wie man darauf reagiert, lassen sie die Tür weit offen. Für das Evangelium, sie bringen einen Einwand vor. Es wird zu einer Gelegenheit, ihnen zu zeigen, dass sie nicht wissen, wovon sie sprechen. Weder über den Islam noch über das Christentum. Und dann führt es direkt in eine Evangeliumsbotschaft. Du kannst eine davon wählen. Es wiederholt sich immer wieder. Also diese Frage, wie kann Gott eine Person für die Sünden einer anderen Person bestrafen? Muslime werden das fragen. Es ergibt keinen Sinn. Es ist schrecklich. Es ist ungerecht. Und sie denken an Koranverse wie Sure 6, Vers 164. Kein Lastenträger soll die Last eines anderen tragen. Und es spricht von einer Bürde der Sünde. Der Lastenträger soll die Last eines anderen tragen. Niemand wird die Last der Sünde eines anderen tragen, je nachdem, wie sie es interpretieren. Und es gibt viele dieser Verse, die dasselbe sagen. Aber denken Sie daran, und das wird schnell gehen. Du kannst viel detaillierter darauf eingehen, wenn du verstehst, wie man auf einige davon reagiert. Und ein Muslim bringt das zur Sprache, was fast unvermeidlich ist. Es ist unvermeidlich, dass einige davon auftauchen werden. Aber all das wird in verschiedenen Kontexten auftauchen, mit verschiedenen Leuten reden. Wie kann Gott eine Person für die Sünden einer anderen bestrafen? Das ist böse, das ist gemein, das ist ungerecht. Und sie werden das vergleichen, sie werden sagen, das ist wie zu sagen, oh, du hast 10 Leute ermordet, kein Problem, ich werde dieses Baby für dich töten. Und dann bist du gut. Das ergibt keinen Sinn. Also können wir das tatsächlich noch einmal durchgehen, besonders wenn Sie mit einigen dieser Probleme vertraut sind. Aber selbst im Koran, es wird sagen, niemand kann die Last eines anderen tragen, aber es gibt andere Passagen, die das Gegenteil behaupten. Menschen werden für die Taten anderer bezahlen. Zum Beispiel falsche Lehre, wenn du andere in die Irre geführt hast oder ähnliches, gibt es Situationen, in denen du musst zumindest einen Teil der Last dieser anderen Person tragen. Aber du findest tatsächlich Widersprüche im Koran zu diesem Thema. Also das ist ein Thema, das wir ansprechen müssen. Zweitens, Mohammed hatte Anhänger, von denen einige wirklich, wirklich schlimme Dinge im Leben getan hatten. Und er sagte im Hadith, Sahih Muslim, gibt es mehrere Passagen dazu. Das ist also Mohammed. Er spricht für Allah. Mohammed sagte, man kann Sünden so schwer wie ein Berg haben. Wenn das Urteil kommt, wird Allah jedem Muslim einen Juden oder Christen übergeben und sagen, das ist dein Lösegeld für das Höllenfeuer. Dann werden die Engel abladen, die Berge von Sünden der Muslime auf die Juden und Christen legen, die dann für die Sünden der Muslime in der Hölle bezahlen werden.
Alles, was sie tun müssen, ist zu dem zu gehen, was Mohammed gesagt hat, sie können zu diesen Passagen gehen. Sahih Muslim 666, schauen Sie sich die Passagen an. Und sie sagen, Allah wird Juden und Christen in der Hölle für die Sünden der Muslime bestrafen. Was sagten Sie, mein muslimischer Freund, über dies als böse und unmoralisch, weil Sie gerade Mohammed verurteilt haben und ich denke, Sie sind jetzt ein Apostat. Es ist sehr einfach, aber dann merkt man sogar nach dem, dass ich gesagt habe, diese Dinge können direkt zu Evangeliumspräsentationen führen. Du weißt darauf hin und sagst, warte mal, gemäß deiner Interpretation des Korans hast du gerade deinen eigenen Propheten verurteilt, man kann ihm jetzt nicht mehr vertrauen. Aber denken Sie darüber nach, was der Vers tatsächlich sagt. Sie denken, es bedeutet, dass niemand die Last eines anderen tragen kann. Das eigentliche Zitat ist, kein Lastträger soll die Last eines anderen tragen. Mit anderen Worten, niemand, der eine Sündenlast hat, ist in der Lage, jemanden zu stützen. Sie stehen unter ihrem eigenen Urteil. Sie nehmen nicht die Strafen anderer auf sich. Wofür lässt das die Tür weit offen? Jemand, der keine Sündenlast hat. Und wer hat keine Sündenlast? Nicht nur laut Christentum, laut Islam. Jesus, keine Last der Sünde. Was hast du jetzt darüber gesagt, Megan? Haben wir hier ein Problem? Also wie kann Gott eine Person für die Sünden einer anderen bestrafen? Und wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist, kannst du dann nicht einfach sündigen, so viel du willst? Jesus ist für deine Sünden gestorben. Sie haben Antworten aus der Bibel, die sie als Erwiderung auf so etwas geben können. Das sind also die häufigsten muslimischen Einwände gegen das Christentum. Du musst dir keine Sorgen um 486 verschiedene Einwände gegen das Christentum machen. Du hast die Liste hier. Lerne Antworten darauf. Du kannst Antworten darauf lernen. In ein paar Stunden, stell dir vor, Christen im Allgemeinen würden einfach sagen, da wir genau wissen, welche Einwände auftauchen werden, warum lernen wir nicht alle Antworten darauf? Ich kann wirklich nicht herausfinden, warum das nicht passiert. Ich weiß es nicht. Das sind also die häufigsten muslimischen Einwände gegen das Christentum. Ich ermutige jeden, Antworten darauf nachzuschlagen. Wir gehen sie gerade durch. Die Verderbnis der Bibel, morgen, weil wenn du dich dagegen verteidigen kannst, die anderen können sich einfügen. Mit anderen Worten, wenn sie auf die Frage, wie Gott sterben kann, antworten möchten, indem sie die Inkarnation erklären und der Muslim sagt, ich glaube das nicht, weil ihre Bibel verfälscht wurde. Nun raten Sie mal, wenn Sie verteidigen können, dass die Bibel nicht verfälscht wurde, dann kann man diese anderen Themen auch angehen. Also werden wir uns morgen früh darauf konzentrieren. Und schließlich haben wir die häufigsten muslimischen Argumente für den Islam. Es gibt mehr als diese. Dies sind die, die immer wieder auftauchen. Das Argument der literarischen Exzellenz, das ist, weil der Koran dies als eines seiner Hauptargumente angibt. Und was an vielen dieser Argumente interessant ist, ist, dass sie fehlerhaft sind. Auf mehreren Ebenen, wie das Argument der literarischen Exzellenz. Angenommen, der Koran wäre das absolut beste Buch, das je geschrieben wurde, würde das bedeuten, dass es von Gott stammt? Nein, ich meine nur, der Autor des Korans ist der beste Schriftsteller aller Zeiten, oder? Ich meine, das zu bemerken ist wie zu sagen, wenn du keine Stücke wie Shakespeare schreiben oder Symphonien komponieren kannst, Shakespeare oder das Wort Gottes oder dass die Musik von Mozart, die Symphonien von Mozart oder die inspirierte Musik keinen Sinn ergeben, selbst wenn du jemanden hättest, der absolut Beste ist, würde das nicht bedeuten. Das würde also nicht bedeuten, dass es von Gott ist. Es ist also fehlerhaft. Es ist fehlerhaft, was die Behauptung betrifft. Und dann, wenn man tatsächlich den Koran liest, ich bin einfach ehrlich, das ist das schlechteste Buch, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Ich sage das nicht, weil ich dem auf so viele Arten nicht zustimme. Ich stimme einer Menge Sachen in Platons Republik nicht zu. Brillantes Buch, eines der größten Bücher geschrieben. Ich stimme mit einer Menge Dinge in Humes Dialoge über natürliche Religion nicht überein. Brillant geschriebenes Buch. Ich stimme Anthony Flew zu. Anthony Flew ist... Einige von euch erinnern sich vielleicht an ihn. Er war einer der prominentesten Atheisten, Gelehrten des 20. Jahrhunderts. Er wurde schließlich so etwas wie ein Deist, bevor er starb. Aber nachdem er angekündigt hatte, dass er tatsächlich an eine Art Designer in der Natur glaubt, ob er jemals in Betracht ziehen würde, zu etwas Spezifischerem wie dem Christentum oder dem Islam zu konvertieren. Und er sagte nein, er dachte nicht, dass er es tun würde und wurde gebeten zu vergleichen. Vergleiche Christentum und Islam, dies ist ein Typ, der sein Leben damit verbracht hat, viel zu tun, um das Christentum anzugreifen, aber seine Vergleiche waren interessant. Er sagte ein, wenn man Paulus und Mohammed vergleicht, ist Paulus ein brillanter Gelehrter, sprach mehrere Sprachen und so weiter, Mohammed definitiv nicht.
Also Jesus ist ein unglaublich, jeder will Jesus auf seiner Seite haben. Mohammed nicht so sehr. Und dann sagt er, die Bibel ist ein erstaunliches Werk der Literatur, das selbst Atheisten schätzen können und kennen sollten. Er sagte, den Koran zu lesen ist Buße zu tun. Einige von euch jungen Leuten wissen vielleicht nicht, was das ist. Buße ist, wenn man sich selbst für seine Sünden bestraft. Und ja, so ist das. Du kannst dies sogar in Gesprächen mit Muslimen ansprechen und fragen, was meint es? Was meinte Muhammad hier, als er sagte, kämpf gegen diejenigen, die nicht glauben? Oh, er meint nur kämpfen. Was meint Allah, als er sagte, bekämpft diejenigen, die nicht glauben? Oh, er meint nur, sich in Notwehr zu verteidigen. Warum hast du das nicht so gesagt? Warum sagen sie es auf diese Weise, dass es so klingt, als ob man Menschen bekämpfen soll, weil sie nicht glauben? Warum sagen sie es so? Selbst laut ihnen ist es wirklich, wirklich unklar, wirklich hoffnungslos unklar. Selbst nach dem, was Muslime sagen. Und wenn man eine Menge anderer Probleme berücksichtigt, wie zum Beispiel, dass es völlig unorganisiert ist. Und einige der Passagen, sie heben andere Passagen auf, aber da es außer Ordnung ist, weißt du nicht, welche Passagen andere Passagen aufheben. Und das kannst du nicht wissen, ohne zu diesen zu gehen. Diese Kommentare und so weiter, es ist wie, okay, es hätte sehr geholfen, es einfach chronologisch anzuordnen. Es gibt viele Probleme mit dieser Behauptung, aber trotzdem, sie sind auf mehreren Ebenen fehlerhaft. Das Argument der perfekten Bewahrung ist erneut auf mehreren Ebenen des Buches fehlerhaft. Es wurde perfekt bewahrt, das bedeutet von Gott. Der Da Vinci Code wurde perfekt erhalten, ich meine, es ist von Gott. Nein, nein, wer sagt das? Wenn man die Geschichte des Korans betrachtet, wurden ganze Kapitel verloren. Weil die Leute zu faul waren, sie zu rezitieren. Die frühen Muslime konnten sich nicht einmal darauf einigen, welche Kapitel im Koran sein sollten. Muhammads Begleiter Ibn Masud, es sollen 111 Kapitel sein. Sein Begleiter Ubayd bin Ka'b hatte 116 Kapitel in seinem Koran. Kapitel gingen verloren, große Abschnitte gingen verloren, weil die einzigen Menschen, die sie vor der Buchform auswendig kannten, im Kampf starben. Verse wurden von einem Schaf gefressen. Du kannst es nachschlagen, Sunan ibn Majah, das ist der Hadith 1945. Es gibt Verse, die dort sein sollen und Aisha sagte, sie habe die einzige Kopie. Nach Muhammads Tod kam ein Schaf und aß die einzige Kopie. Sie sind nicht im Koran. Woher kommt die Idee der perfekten Bewahrung? Das ist Unsinn. Und das ist der Grund, warum ich sagte, dass diese Argumente des Islam nur in einer Atmosphäre der Unwissenheit funktionieren. Der Koran ist voller wissenschaftlicher Behauptungen. Ja. Natürlich behauptet der Koran, dass die Sonne in einem schlammigen Teich weit im Westen untergeht, die Allah benutzt, um Dämonen zu vertreiben, wenn sie versuchen, in den Himmel zu schleichen und seine Botschaften zu hören. Kron behauptet so, dass die Sperma zwischen Rückgrat und Rippen gebildet wird. Nicht das wissenschaftlich genaueste Buch, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und natürlich das Argument der biblischen Prophezeiung, das war der Grund. Die früheren Schriften enthalten Referenzen über Mohammed und das Argument des schnellen Wachstums. Und das ist nur das einfache Beispiel. Ah, das kam vor ein paar Jahren heraus als Pew Research. Machte eine Studie und kam zu dem Schluss, dass der Islam die am schnellsten wachsende Religion ist. Muslime interpretierten dies, ohne es tatsächlich zu lesen, als O Islam, alle bekehren sich zum Islam. Also nahmen sie dies als Beweis dafür, dass es wahr ist. Was die Pew-Studie tatsächlich sagte, war, dass muslimische Länder die höchsten Geburtenraten haben. Und wenn man untersucht, warum sie die höchsten Geburtenraten haben, hat das viel mit dem Einfluss des Islam auf Frauen zu tun. Und damit, dass Frauen nicht viele Möglichkeiten im Leben gegeben werden. Also Menschen werden jung verheiratet und bekommen Kinder, während eine Frau im Westen, die zur Schule gegangen ist und ihre Karriere begonnen hat, ihr erstes Kind mit 28 Jahren bekommt. Bis dahin, die Frau in Afghanistan hat das 8., 9. oder 10. Kind. Das ist der Grund, warum der Islam schnell wuchs. Deine Religion ist wahr. Nun, zum Glück muss ich sagen, und dann schließen wir ab, einige dieser Argumente werden nun von Muslimen aufgegeben. Das Argument der perfekten Bewahrung wurde entlarvt. Der größte Teil war, wie Tunta auftauchte. Sie tauchte in Speaker's Corner in Großbritannien auf, wo Muslime die perfekte Bewahrung predigten. Nur ein Koran, kein einziger Buchstabeunterschied zwischen zwei Korans überhaupt, eine Melodie gezeigt. Mit 26 verschiedenen arabischen Korans. Sie zeigen es Ihnen. Es gibt verschiedene Versionen auf Arabisch. Es war ein 20. Jahrhundert, in dem sie versuchten, irgendwie einen offiziellen Koran zu machen. Und da die meisten Muslime mit diesem einen Koran vertraut waren, begannen sie die Idee aufzustellen, dass es immer perfekt war. Nein, einige Regionen festen haben diesen neuen offiziellen Koran nicht übernommen. Und so kann man immer noch in verschiedenen Gebieten der muslimischen Welt unterschiedliche Korane finden. Also, ich höre das heutzutage selten.
Vor 6 oder 7 Jahren war dies das Hauptargument, das ich gehört habe. Das Argument der wissenschaftlichen Genauigkeit. Von den 1970er Jahren bis vor etwa 3 oder 4 Jahren war dies ein weiteres Hauptargument für uns. Sie sagen, einige von euch haben den Ali Dauer-Clip gesehen, wo er gesagt hat, und wenn Sie mir nicht zustimmen, fragen Sie, warum keiner der anderen Typen da war, das ist Ihre Version von Evangelisation, mich herausfordern wird, weil wir alle es wissen. Wir alle wissen, dass das Argument gefälscht war. Es war erfunden. Es war trügerisch. Und doch hatten Sie Leute, die sich daraufhin bekehrten. Zum Glück lehnen Sie jetzt einige Ihrer beliebtesten Argumente der letzten Jahrzehnte ab. What? Sie geben zu, dass es alles Täuschung war. Sie werden ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, einige dieser anderen wie die literarische Exzellenz abzulehnen oder die biblische Prophezeiung, weil diese aus dem Koran selbst stammen. Wenn du ankündigst, dass das schlechte Argumente sind, dann sagst du, Allah hat schlechte Argumente benutzt. Aber wir werden sie trotzdem ablehnen lassen. So geht's. Funktioniert. Also, scheint, als hätten wir keine Zeit mehr. Ich möchte alle ermutigen, dass, nehmen Sie einige dieser grundlegenden Informationen und um das weiter auszuführen, man muss nicht alles über den Islam wissen, um mit Muslimen ins Gespräch zu kommen. Aus irgendeinem Grund denken die Leute, dass ich unterwegs gelernt habe. Ich würde mit Nabil reden. Er würde etwas sagen, worauf ich keine Antwort wusste, und ich würde sagen, ich habe das noch nie betrachtet. Ich habe keine Ahnung, wie ich antworten soll. Ich komme später darauf zurück. Kein Grund zur Scham, Punkt. Man kann tatsächlich dabei lernen, und ich bin überzeugt. Im Moment, meine Güte, wenn du ein Herz dafür hast, Muslime mit dem Evangelium zu erreichen, lebst du in der größten Generation, die es je gegeben hat. 14 Jahrhunderte lang konnten sich Christen nicht die Möglichkeiten vorstellen, die wir jetzt haben, um Muslime mit dem Evangelium zu erreichen und den Islam zu entlarven. Ich sehe, Sam Risley, warte, plötzlich bekommen wir alle deine Quellen, damit wir alles offenlegen können, was du sagst. Plötzlich waren Menschen, die in Gebieten der muslimischen Welt, wo sie 14 Jahrhunderte lang davon abgeschirmt wurden, haben wir plötzlich Zugang zu jedem auf der Welt, der eine Internetverbindung hat. Ich kann mich auf mein Handy setzen und jetzt mit einem Muslim in Saudi-Arabien diskutieren, auf Facebook oder so. Ich glaube, der Herr hat uns diese Ideologie in die Hände gegeben.